Hallo, es hat sich wieder ein bisschen was angesammelt, was ich euch heute gerne zeigen möchte, damit ich die Sachen endlich benutzen kann. Fangen wir mal mit DM an. Da war ich jetzt schon eine Weile nicht mehr trüffeln und habe hier 5 Sachen mitgenommen. Und zwar einmal von Balea eine Feuchtigkeitsmaske, belebt die Haut spürbar mit Papaya-Extrakt und Aloe Vera. Ist wieder so ein Doppelpäckchen. Dachte ich mir, kann sich ja jetzt eigentlich in der aktuellen Jahreszeit nur anbieten, weil ich auf jeden Fall dringend noch so ein bisschen Feuchtigkeitsmasken brauche. Und so, dann habe ich 2 Sachen gesehen, die schnuppertechnisch natürlich wieder ganz auf meiner Wellenlänge sind. Und zwar lecker Beerenzeug. Einmal eine Handcreme und dazu passend eine Duschcreme oder Duschlotion. Sie hatten leider keine Bodylotion. Ich weiß nicht, ob die noch kommt, ob ich die nicht gesehen habe oder ob die schon wieder vergriffen war. So, dann eine neue Handseife, zumindest für mich neu, und zwar Pfirsich- und Nektarinenduft. Riecht original so, wie draufsteht. Sehr lecker. Da freue ich mich ja auch schon aufs Ausprobieren. Und weil ich so auf Äpfel und Birnen stehe, also nicht esstechnisch, aber geruchstechnisch und bei Bonbons auf jeden Fall, habe ich mir noch ein paar Kinderhustenbonbons. Nicht, dass ich ein Kind wäre oder husten müsste, aber egal. Ich gehe einfach davon aus, dass die Dinger lecker schmecken. Hoffe ich zumindest. Jo, das. Dann hatte ich euch, glaube ich, vor kurzem, bin ich mir sehr sicher, einen Link per putzigem Kurzmitteilungsgedünstigens hier auf YouTube geschickt. Und zwar habe ich eine UK-Website? Ich glaube schon. Eine Website entdeckt, wo es das schöne Bioderma als Doppelpack für 19,90 gab. Da habe ich mir dann gleich 2 Doppelpacks, sprich 4 von diesen 500 ml Pötten bestellt. Und die sind übrigens bis 09:15 haltbar. Also falls jetzt wieder jemand fragt, wann willst du das alles aufbrauchen? Ich habe ja noch 2 Jahre Zeit. Und ja, ich denke mal, mit dem Ding werde ich ungefähr so, ein knappes halbes Jahr hinkommen, hoffe ich. Also wie gesagt, das ist sehr schön, hat mich mir schon mal gefreut. Und da die erst ab 79 Euro Versandkosten frei liefern, dachte ich, gucken wir mal, was sie sonst noch so im Angebot haben. Und sie hatten noch ein paar schöne Sachen von Caudalie. Und zwar auch mit vergleichsweise sehr günstigen Preisen. Ich habe jetzt, glaube ich, in Deutschland nur eine Webseite gefunden, wo die Preise ähnlich waren. Von daher dachte ich mir, packen wir die noch mit dazu. Und zwar handelt es sich hier bei einmal um, wie soll es anders sein, eine Peelingmaske. Und dann habe ich mir noch das SOS Feuchtigkeitsserum dazu bestellt. Da hatte ich schon ein paar Mal was auf YouTube gesehen, auch ein paar nette Reviews dazu gelesen. Und deswegen bin ich schon etwas länger um das gute Stück rumgeeiert. Und dachte mir dann, ja, passende Gelegenheit, packen wir das doch gleich mal ein. Und ich war mit dem Shop auch sehr zufrieden, muss ich sagen. Also falls das Angebot noch gilt, verlinke ich ihn euch auf jeden Fall gerne unten in der Infobox. Ich glaube, die haben nur 3 Tage für den Versand gebraucht. Die Dinger waren hier super eingepackt, also alles schön in Knisterfolie und so weiter und so fort. Also kann ich sagen, war ich echt begeistert. Und falls es euch interessiert, guckt doch einfach mal, vielleicht ist ja auch für euch was dabei. So, wo machen wir weiter? Gehen wir mal kurz zum CCB, Club de Créateurs de Paris, oder wie auch immer diese putzige Webseite heißt. Kennt ihr ja bestimmt auch. Da hatte Lia in einem ihrer letzten Videos erzählt, dass die gerade eine Aktion haben, oder sie war sich nicht ganz sicher, aber es war jedenfalls zu dem Zeitpunkt so, dass unabhängig von dem Bestellwert alle Bestellungen versandkostenfrei verschickt wurden. Da dachte ich mir, na gucken wir doch mal. Weil ich nämlich auf Kipu dann gesehen habe, dass es da sogar noch 30% Cashback gab. Und dann habe ich bei denen im Sale zugeschlagen, und zwar 4 Duschbäder. Alles, was irgendwie so lecker süß riecht. Also zum einen mit Schokolade und mit Vanille. Und dann ist hier irgendwas mit bei, mit Birnengeruch. Und ja, also nur so ein süßes Schlapperzeugs. Ja, die kamen, ich glaube, 2,99 reduziert. Und dann, wie gesagt, noch die 30% dank Kipu. Falls ihr das Video noch nicht gesehen habt, ich verlinke es euch auch unten. Gucken, wer Geld sparen möchte. Ne? Deswegen, wie gesagt, die 4 Sachen mitgenommen, versandkostenfrei und nochmal 30% günstiger. Das ist ja immer fein, ne? Jo, machen wir weiter mit Point Rouge, würde ich vorschlagen.
Und zwar hatten die im Januar auch auf Kipu gelistet einen Gutschein bei 60 Euro Mindestbestellwert, gab es 15 Euro Rabatt. Konnte ich mir natürlich nicht entgehen lassen und habe gleich dreimal bestellt. Und zwar habe ich da zugeschlagen, sie hat nämlich von Biotherm diverse Sachen reduziert. Also zum einen die Body Lotion mit Aprikose, die ist etwas reichhaltiger. Kannte ich auch schon, habe ich früher sehr oft benutzt. Und dann natürlich nochmal meine Zitronenvariante. Eigentlich hätte ich auch gerne aus der Serie das Peeling gehabt, das ist aber immer noch nicht lieferbar. Dann habe ich so verlegenheitsmäßig mal zu einem anderen gegriffen, und zwar auch aus dieser Ölserie. Das ist dann ein, was schreiben Sie, ein intensiv pflegendes Peelingöl. Da sind Zuckerkristalle drin. Riecht auch sehr lecker, also nicht ganz so schön zitronig, sondern eher so auch in die Richtung Aprikose. Ich hatte ehrlich gesagt eher Vorbehalte, deswegen Verlegenheitskauf, weil ich nämlich dachte, dass das in dieser Öl-Zucker-Schlonzi-Sache mir nicht schrubbelig genug ist. Weil ich mag zumindest bei Körperpeelings das wirklich, wenn da halt richtige Peelingkörnchen drin sind. Und ich muss sagen, also das schrubbelt ja man richtig. Also für mich positiv, wenn ihr da sehr empfindlich seid, dann ist es wahrscheinlich nichts für euch. Aber jedenfalls war ich von dem dann so begeistert, dass ich ja gleich nochmal einen Nachschlag geordert habe. Denn wie gesagt, bei dem Angebot, die Dinger waren bei Point Rouge sowieso schon 5 Euro günstiger als bei Douglas. Und dann wie gesagt noch die 15 Euro abgezogen. Na, wer will da Nein sagen? So, wie gesagt, mit Peeling habe ich dann irgendwie noch ausgesorgt. Und ja, ein Gesichtswasser, das habe ich früher auch eigentlich ständig benutzt, war dann nämlich auch reduziert, kam glaube ich 17,95, ist dann die große 400 Milliliter Pulle. Muss man gucken, die gibt es nämlich leider nicht immer. Meistens sind es nur die 200 Milliliter, die fast genauso teuer sind. Und deswegen dachte ich mir, ja, kommt die doch gleich noch mit. So, das. Wo war ich dann? Dann war ich bei Kaufhof und habe mir noch eine Maske von Biotherm geholt, die Flash Recharge. Das ist auch eine Maske, die Feuchtigkeit spendet und die Haut beleben soll. Die war nämlich auch reduziert. Ach, bei Point Rouge gab es übrigens noch so einen kleinen Goodie-Kram dazu, eine Handcreme und ein Duschbad. Jo. Das fand ich auch ganz nett. Ach, da habe ich ja noch zwei Sachen unterschlagen, die ich da bestellt habe. Und zwar habe ich mir zwei Blushes bestellt. Einmal eine Premiere für mich. Ein Blush von Yves Saint Laurent, was ich mir bei Douglas schon ab und an mal angeschaut habe und ganz schön fand, weil das nämlich eine recht poppige Farbe ist. Und zwar ist das die Nummer 5. Und das fand ich doch dann ganz zauberhaft. Hat hier übrigens auch einen schicken Spiegel. Blendet euch jetzt wahrscheinlich alles schön diese schicke Verpackung. Ja, so sieht das gute Stück aus. Hat einmal... Oh, jetzt bin ich natürlich gerade schön über das YSL rüber. Egal. Also unverhofft viel Pigmentierung. Bei den anderen Sachen war ich ja immer eher so ein bisschen skeptisch. Also gerade was auch so die Lidschatten anbelangt, wenn man die so testet, also sind die mir einfach nicht pigmentiert genug. Und das kann man von dem Blush hier nicht behaupten. Wie ihr seht, das ist schon mal ein bisschen kräftiger. Aber das finde ich ja sehr schön. Jo. Das, dann kann ich nämlich endlich mal mit dem spielen. Ich bin gespannt. Na? Die Dinger sind ja jetzt nicht unbedingt ein Schnäppchen. Also dank der Aktion schon. Hatte ich erwähnt, bei Kipu gibt es ja für Point Rouge auch noch 12% Cashback. Das heißt also, die 15 Euro Rabatt plus nochmal 10%, 12% in dem Falle, lohnen sich. Dann kann man auch mal ein Yves Saint Laurent Blush kaufen, dachte ich mir so. Man findet ja immer irgendeine Ausrede. So, und dann habe ich mir von Art Deco noch ein Blush bestellt, und zwar die Nummer 25. Von Art Deco habe ich bisher zwei Blushes und bin mit denen sehr zufrieden. Und da habe ich mal so ein bisschen quer gegoogelt, was es denn da noch so an schicken Farben gibt.
bin über die gestolpert und dachte mir, den kann man ja auf jeden Fall noch einpacken. Der ist nicht ganz so poppig. Fand ich aber sehr schön. Geht so ein bisschen in Richtung Burgunder mit Goldschimmer. Wie gesagt, nicht ganz so Bäm, aber man kann ja auch nicht jeden Tag Bäm tragen, ne? Kann man schon, will man vielleicht nicht unbedingt. So sieht das aus. Und dann habe ich nämlich bei Kaufhof, glaube ich, noch. Ach ja, habe ich ja ganz vergessen, Mensch. Wollte ich euch doch zeigen. Bei meinem Kaufhof wurde, oh, schöner Schlunz, bei meinem Kaufhof wurde der Catrice-Stand nochmal aufgefüllt. Und da hatten sie von der Infinite Matte dann netterweise den hellsten Ton wieder bevorratet. Und dann dachte ich mir, bei 1,75 kann man das hier auf jeden Fall mal mitnehmen und testen. Die Farbe ist jetzt nicht hundertprozentig ein Match, muss ich sagen. Also sie ist mir ein Ticken zu dunkel, wobei ich jetzt ja auch gerade irgendwie so in meiner super Winter-Blassnasenform bin. Also von daher wird es, glaube ich, auch schwierig, eine Foundation zu finden, die 100% passt. Aber ansonsten macht sie eigentlich einen ganz ordentlichen Eindruck. Ich finde es ein bisschen schade, dass man hier nicht einen Pump eingebaut hat. Also ich meine, wenn man schon so eine nette Glasbottle macht, also dieses Schlonzi-Stäbchen-Ding hier ist irgendwie nicht so ganz meins. Aber naja, wie gesagt, bei 1,75 wollen wir hier definitiv nicht meckern. Wo wir schon beim Thema Foundation sind, ich habe euch ja gezeigt, dass ich mir die Revlon Colorstay Whipped habe mitbringen lassen. Und die habe ich heute mal einem Härtetest unterzogen. Also nicht, dass ihr jetzt großartig, glaube ich, das Ergebnis sehen könntet, aber 2 Stunden Sport, Nieselregen, das erklärt auch den Friss. Und dann der Wochenend-Nahkampf beim Einkauf bei Real. Übrigens, mein Real ist permanent total überheizt. Also von daher ist das dann für jedes Make-up schon mal eine richtige Herausforderung. Und ich war echt sehr angetan von dem Ergebnis. Also sieht immer noch gut aus. Es ist nichts verrutscht. Ich bin begeistert. Ich hoffe, das geht den Tag über noch so weiter. Denn ich habe heute noch meinen Hausputz vor mir. So, hui. Einmal durchatmen. Was wollte ich euch noch zeigen? Ach ja, dann habe ich mir nämlich bei Art Deco aus der neuen Schmetterlings, was weiß ich nicht, Frühlings-LE noch 2 Sachen mitgenommen. Und zwar einmal den Blush, die Nummer 38. Auch wieder ein Dupe für den Orgasm. Also ein Pink mit Goldschimmer. Ja, klar, habe ich schon solche Blush zu Hause, aber das hindert mich ja nicht daran, trotzdem nochmal einen mitzunehmen, wenn ich ihn schön finde. Der erinnert mich nämlich auch sehr an meinen First Kiss Blush. Also, Art Deco ist natürlich teurer. Aber da der ja gerade geleert wurde, dachte ich mir, ist das doch ein Grund, mal wieder einen nachzukaufen. Und ich finde ihn sehr schön. Ich finde auch die Textur wirklich sehr gut. Also von daher kann ich Art Deco Blush auf jeden Fall empfehlen. Schaut sie euch mal an. Sind vielleicht nicht immer die Superschnäppchen mit 8,50 Euro, aber wenn was Schönes dabei ist. Ne? Und ich finde den wirklich schön. Mann, Funkel, Funkel, Gold auf Pink. Sehr schön. Und passend zu dem Thema habe ich mir dann einen Lidschatten noch mitgenommen, die 297. Und zwar ich der farbschemamäßig auch so ähnlich. War der einzige aus den 4, der mir wirklich gut gefallen hat. Ich glaube, das ist eine sehr schöne so All-Over-Lid-Farbe. Da ist mehr so ein Goldton. Soll eigentlich duochrom sein, also müsste theoretisch auch noch ein bisschen was von Rosa drin sein, aber ich finde das jetzt zumindest bei dem Licht, dass Gold definitiv mehr durchkommt. Auch eine schöne Farbe. Hat mir gut gefallen. Sonst hätte ich sie ja auch nicht gekauft. So, das. Habe ich was vergessen? Nein. Dann habe ich nach langem Ringen bei eBay einen Nagellack bestellt. Und zwar nicht irgendeinen, sondern die
51 von, wie auch immer man den ausspricht, NFU, MFUO. Also jedenfalls dieser zauberhafte und auf vielen Blogs doch sehr gehypte Lack, an den auch schwer ranzukommen ist, mit dieser großartigen Verpackung. Also ich finde ja, dass die sich da bei diesem Flakon richtig Mühe gegeben haben. Also an die Firma kommt man generell schon ran. Da gibt es ja so einige Shops, die hier verkaufen. Aber wie gesagt, gerade diese Nummer 51 mit diesem schönen Farbspiel, das changiert so von Violett über Blau, Kupfer, Grün, also ganz zauberhaft. Wie gesagt, gerade an diese Nummer ist eben schwer ranzukommen. Ja, und da wurde es dann leider etwas teurer, knapp 17 Euro inklusive Versand aus Frankreich eingeschifft. Aber was soll's, ne? Es ist ja nur ein Lack, es sind ja nicht gleich fünf. Jo, da bin ich nämlich schon mal sehr gespannt drauf, den auszuprobieren. Ach, zauberhaft. Ich finde, sowas kann man sich ja glatt als Deko hinstellen, ne? So, und dann hatte ich noch ein bisschen quer geshoppt in England. Und zwar bei Beauty Expert und bei Feel Unique. Denn beide hatten gerade so eine Promotion für Astarlift zu laufen. Wenn man ein Produkt aus der Reihe kauft, dann bekommt man eine Creme dazu. So einen kleinen 15 ml Tiegel. Also habe ich bei beiden einmal bestellt. Und zwar bei Beauty Expert war das, glaube ich, da habe ich mir von Astarlift den Make-up Cleanser, was für ein Quark, das Complete Make-up Remover Oil so rum bestellt. Da bin ich ja schon sehr gespannt drauf. Wie ihr wisst, benutze ich zum Abschminken liebend gerne Öle. Und von daher bin ich mal gespannt, was das gute Stück hier so leistet. Und dazu gab es dann, die hatten, glaube ich, die Nachtcreme in so einem putzigen kleinen Säckchen hier. 15 ml Nachtcreme aus der Reihe von Astarlift. Und bei Feel Unique habe ich mir dieses Jelly Aquarista, das hatte ich euch, was ist das denn hier für Flusen? Das hatte ich euch ja in meinem Aufgebraucht-Video schon gezeigt. Dieses quietschorange Gel. Da gab es dann nämlich so eine Art Probengröße mit 15 Gramm. Die habe ich mir bestellt und mir dazu dann passend noch die Tagescreme ausgesucht. So dass ich jetzt eigentlich bis auf die leider noch fehlende Eicreme, also Augencreme, eigentlich alles zusammen habe. Und das dann, glaube ich, auch mal kombiniert ausprobieren werde. Und bei Beauty Expert habe ich mir noch ein Lipgloss, was darunter gesetzt war, bestellt. Und zwar von Kaplan MD. Beverly Hills soll irgendwie bei den Stars so der angesagte Trend sein. Und zwar ist das ein Plumping Lipgloss. Lipgloss mit einem Anti-Aging-Treatment mit Lichtschutzfaktor. Juhu! Und meine Farbe ist Ruby Sparkle. Ehrlich gesagt habe ich gar nicht gepeilt, dass da Sparkle drin ist. Ich dachte, das wäre eigentlich also einfach nur ein rotes Gloss. Aber egal. Jo! Und zwar sieht das gute Stück so aus. Was ich ganz nett finde, so als Idee, da hinten ist ein Spiegel dran. Seht ihr jetzt vielleicht nicht wirklich, also Peel-Off, wenn man das Ding hier abmacht, dann hat man einen Spiegel und kann sich sozusagen in seiner Lipgloss-Kappe schminken. Jo, ich glaube, dann haben wir es auch schon wieder hinter uns gebracht. Ja, dann wünsche ich euch einen zauberhaften Tag und bis bald. Tschüss.